und herzlich willkommen in der neuen Sango Quiet Home Folge. Wir sind bei Dominik. Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Dann haben wir noch Abby hier am Start. Ja. Wir haben über dein Becken viel gesprochen, vor allem im Podcast. Ja, bis jetzt haben wir noch kein Video gemacht. Nee. Noch steht's. Noch steht's. Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Jörg ist nicht ganz alleine, hinter der Kamera stehen auch noch zwei Kandidaten. Michael Alf und Christian Peters sind dabei, die unterstützen heute ein bisschen. Wir sind quasi kurz vor dem Umbau, oder ich, ja, was heißt, also ich glaube, alle, die hier stehen, dürfen gerne mit anpacken, müssen wahrscheinlich sogar. Und ich gehe mal davon aus, dass also ein, zwei Wochen, dann kommt's weg. Das hier ist das Becken, was eigentlich auch wieder von der Größe identisch ersetzt wird. Richtig. Aber genau. Mit neuer Gestaltung. Wir werden im Video heute erstmal das Becken vorstellen, klar, wie so die generelle Konzeption ist. Wir werden aber auch auf die Sachen eingehen, die dich stören, die du besser machen willst oder die du optimieren musst. Ja. Und da sind bestimmt auch ein paar Sachen dabei, die für euch hilfreich sind, wenn ihr Becken plant, worauf ihr achten könnt. Wir sprechen über Strömung, Beleuchtung, Lichtmessung machen wir auch. Machen wir auch, oder? Ja. Genau. Also wir sprechen alles bis dann hin auch zur Filterung alles einmal so ein bisschen durch. Hier und da werden wir dann auch mit Einblendungen im Detailbereich dann auch so ein bisschen zeigen, wo die Probleme liegen, weil wenn ihr hier reinguckt, das ist ein schickes Becken. Das sind diese Details, die man kennt, die einen stören, die auch Probleme machen, die man aber von Weitem, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt sieht. Ja, genau. Und oft ist es so, dass man sie beim zweiten Blick erst sieht. Also Michael ist jetzt auch eine ganze Zeit schon hier, hat sich das Becken angeguckt, sagte erst, hey, ist doch eigentlich gerade alles ganz cool. So, und nach so einer Stunde sagte er, naja gut, okay, ich weiß, was du meinst. Also man merkt es wirklich erst, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Und ich habe mir jetzt auch, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Sebastian, großen Lob an ihn, er hat es ja auch so gemacht. Ich habe es alles nicht beseitigt. Also ich habe jetzt wirklich bewusst heute mal nur die Scheiben geputzt. Bisschen klar Schiff gemacht, so wie man das eben so macht. Aber wirklich die Problemsachen habe ich belassen. Also das heißt auch wirklich, ich habe keine Korallen zurückgeschnitten, die jetzt schlecht dastehen. Die habe ich drin gelassen, um auch mal zu zeigen, wie es eben laufen kann, wenn es nicht immer nur alles rosig ist. Ein Filterbild zu machen ist easy. So, das kann ich auch mittlerweile. Gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Willst du ein bisschen beschreiben, wie groß das Becken ist, die Raummaße, auch die, auch wie du es so geplant hast von der Konzeption als, naja, ist es eigentlich ein Raumteiler, weil dahinter ist ein Raum, der Technikraum. Wie ist das sowieso entstanden? Wir haben das Haus gekauft oder wir haben nach einem Haus gesucht und meine Frau sagte irgendwann, nee, das vorherige Haus würde nicht gehen, weil da würde das Aquarium keinen Platz finden. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen was, haben ein passendes Haus gefunden, haben gesagt, so, hier stellen wir es hin. Wo kommt es hin? Kommt es vor die Wand, hinter die Wand, in die Wand, wie auch immer. Da habe ich mich bei ein paar Leuten umgeguckt, unter anderem Frank Förster hatte ein Becken hinter der Wand, der Kattmann hatte ein Becken hinter der Wand. Dann war noch Markus dabei, der auch eins dahinter hatte. Da hat man sich immer so ein bisschen geguckt, wie könnte man das machen. Gefiel mir total gut. Und mir war es total wichtig, dass ich ein Becken habe, was halt in vier Seiten einsichtig ist. Ich wollte keinen Schacht haben oder zumindest keinen sichtbaren Schacht. Und ich wollte so viel Fläche wie möglich zum Sehen haben. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe ein paar Zeichnungen gemacht. Auch mit der Höhe der Couch und mit der Wand. Ja, habe dann nochmal geguckt, wer von den drei Leuten, die Becken hinter der Wand hatten, haben so ein Konzept, was mir gefällt. Da war halt einiges dabei, wo ich festgestellt habe, nee, das ist es irgendwie nicht, zu groß oder eine Klappe oben drin, kommt zu viel Lärm durch, solche Geschichten eben. Da habe ich mich dazu entschieden, das Becken auch der Größe nach so zu wählen, dass ich das quasi, also ich habe ein Loch in die Wand gemacht und habe das Becken einfach nur hinter die Wand geschoben. Und deswegen durfte das Becken nicht größer sein als bei mir 1,20 Meter, weil ich von jeder Seite 60 cm gut bedienen kann. Bei einem 1,80 Meter hätte ich Probleme, vorne in die Mitte ranzukommen. Also ich komme von vorne nicht ans Becken. Genau, deswegen haben wir uns dafür, oder ich mich gerade dafür entschieden, das Becken dann hinter die Wand zu stellen, keine Klappe oder mit irgendeiner Tür oder so zu arbeiten. Das Becken hat die Maße 1,20 Meter, es ist in der Breite. Der Ausschnitt ist auch genauso groß, wie die Silikonnähte sind. Also die Silikonnähte werden noch gerade von der Wand abgedeckt. Und 70 tief und nur 50 hoch.
Wir zeigen euch noch Aufnahmen vom Überlauf. Der ist speziell, ne? Also ja, wie du gemacht hast. Einerseits echt cool, weil du viel Platz im Becken hast, aber eben halt mit ein paar Nachteilen, die du jetzt auch korrigierst im neuen Becken. Zeigen wir euch gleich im Detail. Kein tiefer gelassener Schacht, sondern hinten eine Rinne, aber das kannst du gleich erklären, wenn wir auf die andere Seite auch gehen. Ja. Mir war das bewusst, dass ich das Becken vorher oder also früher oder später wieder Umbau oder Abbau, das war so eine Art, ich nenne es mal Prototyp. Also ich habe es gezeichnet, ich wusste selber nicht, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, ich wusste nicht, wo mein Wasserstand ist. Das hat sich jetzt alles mit der Zeit so gezeigt. Das führt eben auch dazu, dass ich gesagt habe, so im nächsten Schritt will ich das Ganze optimieren. Wollen wir mal rübergehen? Ja, auf die andere Seite. Ich finde eigentlich die Rückseite, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schöner ist, aber vom Wuchs der Korallen ist es, finde ich, irgendwie ein bisschen, ist es günstiger gewachsen von der anderen Seite. Also von hier sieht es auch sehr cool aus, aber ich finde irgendwie diese anderen Seitenansichten, wofür man eben halt aus dem Wohnzimmer raus muss, sozusagen hinten in den Technikraum, die sind auch schon sehr cool. Macht es echt spannend, ne? Diese vier Einsichtigkeit, wobei das eine ist Richtung Technikbecken, werden wir gleich sehen. Guckt man wahrscheinlich nicht so oft rein, einfach weil es so von der Zugänglichkeit nicht so ist, aber theoretisch. Ach so, ja, genau, ne? Die vierte Seite. Genau. Die, ja, richtig. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und zeigen euch mal da, was da so alles los ist im Technikraum. Dann machen wir das rüber da. So sieht es auf der anderen Seite von der Wand aus. Wir sind hier in deinem Technikraum, wobei es ist ja nicht nur ein Technikraum, sondern es ist eben halt der Raum, wo du auch eben drei weitere Einsichten in dein Becken hast. Ja, so sieht es aus. Es sind drei Einsichten, also vier komplett einsichtig. Gut, auf der einen Seite habe ich mir irgendwie so 6 Zentimeter geklaut, weil der Filterkamm da ist. Genau, wegen des Ablaufkonzepts würde ich mal sagen, ist es so, dass wir hier alle Seiten einsehen können. Das war mein Ziel und auch mein Wunsch so. Ich wollte mal irgendwie ein bisschen was anderes machen. Und es hat gut geklappt, ja. Und Technikraum, ja, ich bin froh drüber, dass wir den so haben. Das ist ganz schön. Also A, die Lautstärke kann man da dann natürlich gut reduzieren. Und B, kann man eben all die Dinge, die man sonst im Haus verteilt, hier verteilen. Ich finde es vor allem praktisch, wenn du mehr oder weniger auf einer guten Arbeitshöhe im Technikbereich arbeiten kannst, weil dein Technikbecken steht ja links daneben. Du musst also nicht in den Unterschrank reinkrabbeln. Das ist ein Riesenvorteil immer. Wasser oder Ablauf hast du hier nicht, oder doch? Nein, das fehlt mir. Das fehlt mir. Ja, da muss der Klempner nochmal gucken, wo er das herholen kann. Also wir stehen hier leider nicht direkt über dem Keller und das nächste Badezimmer ist immer jeweils 2 Räume weiter. Da muss ich nochmal gucken, aber hätte ich total gerne. Ja. Also wenn du das siehst, da steht so ein Eimer, das ist mein Ablauf. Ja, okay. Da kommen immer die Reste rein. Ja. Ja. Machen wir Gestaltung und Besatz. Offensichtlich bist du ein SBS-Freund, was man auch weiß, wenn man den Podcast regelmäßig hört. Ja, so sieht's aus, ja. Willst du zu den Riffsäulen erst was sagen? Ja, kann ich machen. Also ich würde auch sagen, alle, die den Podcast hören, das erwähnen wir jetzt nicht nochmal so. Ich habe die aufgebockt von unten. Also das sind die von Martin Luther, heißt er, ne? Thorsten Luther. Thorsten Luther, genau. Von Korallenwelt. Das sind an der Zahl 5 Stück. Die haben sich mit der Zeit immer geändert. Das waren mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Je nachdem, wie viele Korallen ich so hatte. Ich wollte eigentlich nicht, also ich wollte den Anfang nicht so gestalten, dass ich irgendwie viel Riff habe und wenig Korallen. Ich habe am Anfang ein bisschen was beim Umzug verloren. Habe ich ein paar Säulen rausgenommen, dann sind wieder ein paar dazugekommen. Aktuell sind es 4 kleine, 1 große. Genau, und ich habe die von unten so ein bisschen aufgebockt. Ich habe einfach ein bisschen Riffkeramik losgekloppt, sodass ich vom Strömungskonzept her eben unten keine großen Bremsen im Riff habe. Die Strömbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Über die Strömung sprechen wir natürlich gleich auch nochmal separat. Das ist das, was wir auch im Podcast ganz oft erwähnt haben. Schaut, dass ihr so gestaltet, dass überall gut Strömung durchziehen kann. Und das ist halt hier wirklich ein ganz gutes Beispiel. Und dass man eben nochmal moduliert mit kleinen Steinen unter einer Keramik, um das nochmal ein bisschen höher zu kriegen, ist einfach auch ein guter Tipp. Ne? Wenn ihr das nicht habt, kann man eben halt selbst da ein bisschen was noch modifizieren. Jetzt haben wir aber von dieser ursprünglichen, ich nenne es jetzt mal Säulengestaltung, nachher aber durch den Korallenbesatz eigentlich ein Riffdach. Ne? Richtig, das hat sich so entwickelt. Also mein Plan war es eigentlich, 3 Ebenen zu bekommen. Das ist mit der Keramik rein theoretisch auch möglich. Also im unteren Bereich, ich sag mal so die ersten 7 cm, dann so auf 15 bis 20 und ganz oben nochmal so 30. Ja, es hat sich über die Zeit aber leider so, es ist Meckern auf hohem Niveau so, so entwickelt, dass oben sich ein Riffdach gebildet hat und einen ganz großen Teil unten abgeschattet hat. Das heißt, ich habe also von dieser Seite eher so rechts mittig ein ziemlich großes Loch, weil sich da nichts mehr setzen ließ. Und auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Stubenseite, habe ich ein Loch ziemlich zentral in der Mitte. Da kann ich halt nichts mehr setzen, das stirbt mir ab, wird braun, kriegt keine Farbe. Da bin ich dann halt einfach nicht mehr damit zufrieden. Deswegen eben auch
ja, die Entscheidung dahingehend, dass man nochmal umbaut. Von der Korallenauswahl, dadurch, dass alles tischförmige oder viele tischförmig wachsende Akuporen drin sind, sieht es ja wie ein gewolltes Riffdachprojekt eigentlich aus. Ja, ne? Obendrauf aber, auf jeden Fall. Aber ja. ich finde, das ist wieder ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass diese Raumstruktur eben durch das Korallenwachstum diese dynamische Komponente hat. Komplett. Gesamtoberfläche ja. bleibt immer gleich. Ne? Diese ja. Expositionsflächen bleiben gleich. Das ist alles statisch. Dynamisch ist aber diese Raumstruktur, wo du dann nach, wie lange steht das Becken eigentlich? Haben wir ziemlich genau 2 Jahre. Okay, so ungefähr. Aber nach 2 Jahren bist du bei einer Gestaltung oder beim Gestaltungsprojekt, was du eigentlich so nicht geplant hast, ne? Wo du schon eigentlich von abgewichen bist. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Also mein Plan war ein ganz anderer. Mein Plan war eigentlich komplett schön, alles voll mit Korallen. Hat nicht geklappt. Das, was du beschrieben hast mit Abschattung, mit verschiedenen Treppenstufen, das, weil du sagtest, das willst du umgestalten, das willst du besser machen, ist halt die Frage, wie. Diese Riffdach-Ebene, die halt so prominent jetzt ist, ist aber auch richtig schick. Korallen stehen gut in Farbe und sieht eigentlich wirklich echt cool aus, finde ich. Wir werden jetzt mal diese Etagen durchgehen, über Beleuchtung sprechen. Wir messen das Becken gleich einmal durch. Mhm. Dann Strömungspumpen habe ich hier auch schon so schön vor mir. Und gut, zum Filterbecken, Technikbecken gehen wir einmal gleich zur Seite. So, wir messen dein Becken einmal durch. Du hast was für eine Lampe? Also ich habe eine Hybrid, eine 8x39 Watt. Ja, die läuft mit den Sangokai-Einstellungen, 12,5 Stunden. Ja. Die LEDs laufen tagesmaximal auf 75%. Wir bewegen uns gerade so in dem Rahmen, fährt gerade langsam wieder runter. Genau, dann habe ich 2x Arco Atlantis drüber, die im neuen Becken aber wegfallen sollen, weil ich den Randbereich nicht gut ausgeleuchtet bekommen habe und da musste ich ein bisschen unterstützen. Okay, was hast du für eine T5-Konstellation? Welche sind das? Aqua Blue Special und Blue Plus und in der Kombi im Wechsel. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich guck mal gerade, wir sind nicht genau mittig im Becken, aber hier vorne auf diesem Sockel kann man erstmal schön anfangen zu messen. Was haben wir für einen Wert? 5,88. Hier ist auch eine schöne, sind wir froh, wenn man so Stellen hat, wo man den Sensor abstellen kann. Jetzt haben wir 6,90 ziemlich genau. Okay. So, und hier hinten sind wir jetzt schon ein bisschen tiefer. Da kommen wir dann auf, wie viel? 440, 445, 450. Also passt ganz gut. So, ich gehe jetzt einmal hier hinten und gucke, dass ich deine Korallen nicht irgendwie beschädige. Wo sind wir hier? 617, 616, 620. Willst du mittig unter die LED? Mittig unter die LED. Ja, dann noch ein Stück zurück. Ein Stück zurück. Zu mir? Ja, super. So wärst du mittig drunter, ja. Okay, dann sind wir bei? 680, 670. Okay. Das ist eine schöne Strahlungsintensität für eine gute Ausfärbung auf dem Riffdach. Hast natürlich schon Dampf in der Lampe, ne? Keine Frage. Also muss man beherrschen. Aber du hast, was man hier an vielen Korallen auch sieht, eine gute Farbausprägung, auch ganz gute Farbübergänge. Die Intensität finde ich ist so eigentlich, wie gesagt, für so ein Riffdachbecken echt ganz, ganz gut. Wenn wir jetzt mal in diese Lücken gehen, die du angesprochen hast, ich gehe jetzt einfach mal hier vorne hin. Ja genau, hier wäre die erste. Abgeschatteten Bereich. Das ist Beckenmitte, allerdings hat auch schon vorderer Bereich. Da wird es jetzt aber droppen, ne? Wahrscheinlich ziemlich. Das ist jetzt 3,45 haben wir da, ja. Okay. Ist eigentlich auch noch so weit ganz da gut. Da geht's noch. Ja. Das ist ja schon äußerer Bereich so, ne? Also bist noch schon unter der Lampe von der Seite gesehen. Hier jetzt auch, bist du auch im Freiraum, da bist du bei 3,60. Also mittlerer, okay, doch. Ist mittlerer doch Bereich, aber schon noch ziemlich direkt unter den T5 bist du noch. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen, also wirklich, das ist dann ein unteres Becken, Drittel. Ja, da war tatsächlich mein Ziel, so um die 2,50 zu erreichen. Ich habe ja auch selber schon mal vermessen, da sind wir tatsächlich bei 2,50. Das ist jetzt Beckenboden. Beckenboden und du bist gut unter den T5, aber weg von den LEDs bist du bei 3,20. 3,28 haben wir da jetzt. Also das ist, sei mal so nett und leuchte mal oder geh mal einmal ganz nach außen, weil da hat die T5 ist, oder ich sag mal so, die Hybrid ist da kaum noch angekommen. Deswegen eben diese Zusatzleuchte und da sehen wir es jetzt auch. 180, also da bin ich halt dann weit weg von dem, was ich mal erreichen wollte. Da wäre ich gerne bei 2,50 gelandet, aber das habe ich nicht geschafft. Ja. Wir haben ja bei dir, Christian, mit der gleichen Lampe ausgemessen. Nur du hast du die gleiche auch 54 Watt, ne? Nein, ich habe eine 4x39. 4x39 hat Christian, bei mir sind es 8x39 und Christians Becken ist 20 cm kürzer. Man sieht halt, finde ich, im Hybridkonzept schon echt ganz gut, wie erstens wie viel Leistung dahinter steckt, diese Kombination aus T5 und LED.
aber auch wie gleichmäßig dann schon auch die Ausleuchtung ist. Ja. Ne? Gut, dass du jetzt hier noch zusätzlich gearbeitet hast für links und rechts, das ist halt einfach gut, die Lampe ist halt zu kurz fürs Bett. Ne? Richtig. So, aber ansonsten und ist das schon... Riff ein wenig zu breit. Ja. Also das neue Riff habe ich auch schmaler gestaltet, weil ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt so ein komplett ausgeleuchtetes Becken haben, sondern ich wollte die Ecken tatsächlich ein bisschen schattig haben. Ich finde es immer ein bisschen natürlicher als, ich sag mal, so einen leuchtenden Klotz mitten im Raum stehen zu haben, was es jetzt aber doch geworden ist. Ich gehe jetzt einmal noch bewusst in diesen Schattenbereich, den du vorhin angesprochen hast. Abschattung von der Tischakro oben drüber. Da sind wir. 220. Ja, okay. Es ist noch nicht da. Aber geht sogar noch, aber ne? Du bist ja auch direkt quasi neben der Koralle. Also wenn du jetzt ein bisschen weiter in die Mitte gehen würdest des Beckens, Schatten, da ist jetzt Vollschatten, da sind wir dann bei 70, 80. So, aber hier hast du, das ist halt dieser, der Ansatz von der... Von der Riffsäule. Nee, von der Mille, da wo die Basis ansetzt. Ach so. 120, 140. Ja. Hyazinthus würde ich sagen. Oder Hyazinthus. Okay. Ja, also es ist ein gut energiereiches Becken, was das Licht angeht. Gute Lichtverteilung. Und das Einzige, was dann halt wirklich Probleme macht, ist in den Bereichen, die du angesprochen hast, die Abschattung, die von oben da ist. Abschattung, Außenbereiche, genau. Und bei der Messung haben wir die Strömung ausgehabt. Einmal zur Info. Okay. Von hier haben wir einen ganz guten Einblick auf die Strömungspumpen, die du hast. Das sind MP40, insgesamt 4 Stück. Richtig, 4 Stück an der Zahl, laufen eigentlich so im Wechselmodus. 2 Stück laufen fast immer stundenweise versetzt und 2 Stück laufen im Pulsmodus. Manchmal laufen auch alle 4 einfach auf 100% oder auf 60, Entschuldigung, das ist so dann die Maximalleistung. Ja, und ich versetze die Pumpen ganz gerne. Also nach dem Reinigen, jetzt sieht man das gerade für euch aus der Perspektive auf der rechten Seite, sitzt eine fast mittig über dem Riff, die drüber wegpustet. Genau, und die anderen sitzen sich fast gegenüber. Die tausche ich aber in der Regel immer mal durch. Mal sitzen die linken jetzt ein bisschen höher und die rechten dann tiefer, also auch eben versetzt. Und dann tausche ich das ganz gerne auch mal andersrum. Und ja, mal mache ich eine Rückenströmung, mal laufen sie alle konstant. Das versuche ich so individuell wie möglich zu gestalten. Die haben eine schöne breite Strömung, die haben auch Druck nach vorne. Du hattest vorher 2 MP40 und die 2 Maxpact. Genau, 350er, ja. Richtig. Ja. Und bis jetzt im Prinzip bei 4 identischen Pumpen, wo sich, das finde ich auch immer ganz gut, wenn man Pumpen nicht so unbedingt mischt, du hast dadurch ein viel einheitlicheres Konzept. Also, auf jeden weil Fall. Alle Pumpen machen das Gleiche vom Strömungsbild, ja, her. Ne? Ich hätte auch total gerne 4 Gyros genommen. Ich sage immer Gyros, also die XF350. Aber der Reinigungsintervall ist Wahnsinn. Und ich bin ganz ehrlich, bei der MP40 mit der App lässt sich das wunderbar steuern und schalten. Das ist schon ganz schön. Und auch die MP40 kann man ziemlich weit unter die Wasseroberfläche setzen, was auch nochmal ein riesengroßer Vorteil ist. Würdest du sagen, dass das Becken so mit der Gestaltung auch von der Größe und Geometrie so ein bisschen für die MP40 gebaut ist? Ja, schon. Also die MP40 macht da einen ganz guten Dienst, das muss man schon sagen. Also man kann da schon gut was mitmachen, definitiv. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein Riesenfreund der Maxpact, aber der Reinigungsintervall ist halt so hoch und jetzt mit Kind ist, guckt man, dass man zeitlich irgendwie das, was man hat, nutzt. Und da ist die MP40 die Krönung. Das ist einfach so. Man sieht ganz gut, dass es so eine Turbulenzströmung ist, die sich vor allem über dem Riffdach dann ausbreitet, an verschiedenen Stellen bricht und sich dann so nach unten drückt, ne? Richtung Boden. Dadurch hast du durchaus zwar Metallbereichen, die irgendwo wo ein bisschen Detritus ist, aber im Großen und Ganzen ist der Boden eigentlich wirklich ganz gut beströmt dadurch. Ja, das war das Ziel. Ich habe das so eingestellt, dass ich 2 laufen eigentlich immer konstant. Mal beide auf der einen Stirnseite, mal eine, ich sag mal vorne links, hinten rechts, also diagonal gegenüber versetzt. Dann laufen immer die gegenüberlaufenden Pumpen im Gyri-Modus, dass die immer langsam hochfahren, langsam runter. Und so bricht sich die Strömung halt immer mal, ich sag mal, erstmal 10 cm von rechts, dann 20 cm von rechts, dann 30. Und so kann ich halt immer wieder alles aufwirbeln. Kommen wir zum technischen Teil. Hier ist es ein bisschen eng, passt nicht wirklich für 2. Jörg steht jetzt hinter der Kamera. Genau, ich versuche das Ganze mal von hinten nach vorne so ein bisschen aufzurollen. Also, ich glaube, Jörg blendet euch noch ein paar Bilder ein vom Filterbecken. Das läuft quasi einmal im Kreis. Wasser kommt hier raus
Und hier ist der Überlaufschacht, das ist eine kleine Rinne. Da läuft es einmal rum an der Wand entlang. Das habe ich zu flach geplant. Das hätte ich steiler machen müssen. Das hätte weiter runterfallen müssen. Dann ist hier hinten rein theoretisch mein Schacht. Das ist auch genauso konzipiert wie ein Schacht am Becken. Den habe ich einfach nur 1,20 Meter weiter rüber gesetzt. Zwischendrin kommt noch mein Ablegerbecken, was gegenzyklisch beleuchtet ist. Das heißt, jetzt ist dunkel, auch mit einer Hybrid, 4x24 Watt. Und im technischen Bereich passiert nicht ganz so viel. Also meine Orchideenbecher, die kann ich ja hier mal eben einmal schnappen und zeigen. Das sind diese Dinger, die sind gelocht, da fülle ich Watte ein. Und ja, da läuft das Wasser rein. Runter in die erste Kammer, von da aus direkt in die Abschäumerkammer. Dann habe ich noch eine UV-Lampe und eine kleine Strömungspumpe im Becken. Und das war's schon fast. Also dann laufen noch diese Dosierpumpen und die Einheiten und mein Kalkwasser da rein. Und dann ist der Zauber auch schon vorbei. Dann kommt die Rückförderpumpe. Und ja, ein Säckchen Kohle hängt noch drin. Vielleicht blendet Jörg das auch noch ein. Und dann sind wir damit schon durch. Versorgt wird das Ganze aktuell mit dem NRG-System von Sangokai. Kalkhaushalt auch von Sangokai. Ja, bin zufrieden. Kann nicht meckern. Ist das Ablegerbecken, also das läuft jetzt nicht komplett im Bypass. Das läuft nicht alles Wasser durch oder doch? Nein, das Becken kommt, also doch, das kommt aus dem Bypass von der Rückförderpumpe. Das habe ich mit einem Silikonschlauch gelöst, weil ich so wenig Winkel wie möglich haben wollte. Der hätte dicker sein können, überhaupt gar keine Frage. Wird sich vielleicht auch noch ändern, wird vielleicht über Rohre gelöst. Aber aus der Rückförderpumpe, also das Frischwasser, das habe ich ja tatsächlich nach dem Podcast geändert, läuft das Wasser jetzt hier per Bypass ins Ablegerbecken. Bisschen schwierig, weil der Durchfluss, das sind nur so knapp 30, 40 Liter, komme ich auf so 120 Liter die Stunde, nicht mal 90 Liter, Entschuldigung. Und das über einen Absperrhahn zu regeln, ist schon, ich sag mal so, ein bisschen tricky, weil sobald da ein Partikel drin ist, verstopft das Ganze. Und dann muss ich sauber machen, da muss man halt echt regelmäßig darauf achten, dass da noch genug Durchfluss drin ist und immer mal wieder ein bisschen nachmessen. Wir kommen auf die Problemchen zu sprechen, die du lösen möchtest. Du hast schon Staudruck angesprochen, ja. Ne, was den Ablauf angeht. Wenn du diesen Staudruck nicht hast, dann ist es halt irgendwann tatsächlich zu wenig. Dann haben wir schon gesehen, blende ich gleich auch nochmal ein, wie stark eben mit Kalk und Algen irgendwann so ein Kamm gewachsen ist. Auf jeden Fall, und, ja. Wie wenig Wasser dann nachher tatsächlich dann durchkommt. Ne? Ja. Wo bist du denn jetzt beim effektiven Durchflussvolumen dadurch? Hast du es vor? Ja, also ich bin so ungefähr bei 460, 470 Liter in der Höchstphase. Also ich kriege das Becken einmal umwälzt. Ja, ich hätte Ticken mehr, das war's. Genau, so. Ich hätte gern mehr, ja. Du hast ein sehr niedriges Nährstofflevel, was dein Nitratgehalt angeht und Phosphat angeht. Würdest du jetzt ein höheres Durchflussvolumen haben, würde vielleicht deine Technik auch effektiver arbeiten, also noch mehr rausholen. Also es funktioniert noch. Hättest du jetzt ein problembehaftetes Becken mit vielen Nährstoffen, hättest du auf jeden Fall zu wenig, ja. Was dann wiederum zum Absturz kommt. Dazu kommt noch, dass ich meinen Kamm echt schlecht konzipiert habe. Richtig schlecht, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich habe keine Kammtasche und mein Kamm ist direkt unter einer Strebe. Das heißt, ich kriege den nicht raus. Ich war ganz optimistisch, dass ich den immer reinigen kann. Ja, Pustekuchen, hat nicht funktioniert. Das neue Becken ist so konzipiert, dass die Strebe quasi zurückgesetzt ist und ich den Kamm dann auch immer rausziehen kann, durchtauschen kann. Und eine große Herausforderung, die ich auf jeden Fall noch irgendwie sehe, ist, ich möchte ganz gerne den Zulauf ins Becken von der Rückförderpumpe nicht im Becken haben. Habe ich jetzt auch geschafft. Dadurch, dass ich aber nur 400 Liter Wasservolumen ins Becken bringe, läuft das über der Wasseroberfläche. Also auf den Videos werdet ihr sehen, da kommt kein Schlauch ins Becken. Den möchte ich ganz, also ich möchte das ganz gerne von innen so clean wie möglich haben. Mal sehen, wie ich das löse. Das weiß ich noch nicht. Okay. Also hier kommt ein größerer Schacht ran, der bis unter den Kamm geht. Das wird nicht so minimalistisch und ich werde den Ablauf gleich von hier runterziehen, dass es dann von da quasi mit 45 Grad Richtung Technikbecken geht. Das wird nicht ganz klappen, muss ich mal gucken. Das werde ich mit dem Schlauch lösen. Also das Technische werde ich dahingehend ändern, dass der Ablauf neu kommt. Das Becken kommt ein bisschen höher, also das neue Becken wird ein bisschen höher, weil ich auf der anderen Seite, das habe ich auch schon mal angesprochen, den Wasserstand sehen kann. Das Becken ist quasi gestrichen mit 15 mm Wandfarbe. Das möchte ich auch nicht mehr haben. Also deswegen wird das neue Becken ein bisschen höher. Und man kann das im Video vielleicht auch ganz gut sehen. Der Wasserstand ist immer sehr knapp unter dieser oberen Strebe. Das möchte ich damit auch lösen, dass es höher kommt. Die Verrohrung kommt auch anders. Also auch der Rücklauf, der soll größer werden. Das ist ja jetzt nur ein Silikonschlauch, hatte ich ja schon angesprochen. Und im Riff sind halt einige Probleme da. Die Abschattung werde ich ändern. Ich werde nicht mehr dreistöckig arbeiten, sondern nur noch mit zwei Etagen. Versuche das Ganze noch luftiger zu gestalten. Und mein Ziel ist es eigentlich auch, dass ich die zwei äußeren Balken verliere, vom Licht her. Ja, und im Riff sind einige Probleme, die werde ich natürlich dann
anders angehen. Also sprich, Kugelalgen sind da, die möchte ich mit dem Umbau eigentlich so weit wie möglich beseitigen. Dann habe ich noch die Wurmschnecken drin. Die sind auch sehr nervig. Also Wurmschnecken sind für mich ein Thema. Da, die sorgen schon dafür, dass man teilweise Korallen gar nicht farbig bekommt oder dass Korallen ihre Polypen nicht zeigen oder dass Korallen nicht wachsen. Ist schon ein heftiges Thema. Also hätte ich nicht gedacht, dass die mich so einholen, bin ich ganz ehrlich. Glasrosen, ja, die hätte ich ein bisschen früher bekämpfen müssen. Hat sich jetzt so ein bisschen so ergeben, man ist an Stellen nicht gut rangekommen. Und ich bin tatsächlich eher ein Freund davon, ein bisschen weniger Stein zu nehmen, weil auf dem Gestein, was man nicht hat, kann sich halt auch kein Problem bilden. Und das neue Becken kriegt halt schwarze Nähte, weil mich persönlich, gerade beim Bare Bottom, stören mich die dreckigen Nähte. Ich weiß nicht, ob man das umgehen kann mit besseren Nähten oder anderem Silikon, ist mir so nicht bekannt. Aber das werden so die Hauptfaktoren sein, die ich ändern werde. Ja, über Silikon haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Also entweder man muss ganz akribisch von Anfang an sauber halten, aber sobald sich irgendwas mal reingesetzt hat, hast du auch gesagt, kriegst du es eigentlich nicht mehr raus. Es frisst sich, also gerade diese grünen Algen fressen sich da richtig rein. Ne? Ja, wir haben ja auch vorhin einmal drüber gesprochen, wenn man richtig saubere Scheiben haben möchte, muss man sie eigentlich täglich reinigen, weil sich immer wieder ein ganz kleiner Algenbelag bildet. Und das hat man bei den Silikonnähten genauso. Wenn man einmal im Urlaub ist, dann ist man 5, 6, 7, vielleicht sogar 14 Tage weg. Wer schafft das, jeden Tag vorbeizukommen und zu sagen, hey, ich putze dir jeden Tag deine Silikonnähte mit einer Zahnbürste. Viele von euch wissen vielleicht nicht, also Wurmschnecken sind sogenannte Leimrutenfänger. Ne? Die werfen diese Leimrute aus und da sind mehr oder weniger eigentlich Verdauungsenzyme drin. Hat also einen ähnlichen Effekt wie eine Glasrose, die vernässelt. Und du siehst es halt überall, wo die rauskommen, lagern sich gerade eben bei der Stoffbelastung, die wir jetzt vielleicht ein bisschen haben, wenn du mal was aufwirbelst. Dann legen die sich halt wie so ein Netz über die Korallen drüber. Ne? Und das ist extrem schädigend. Also Farbe geht weg. Gewebe sieht man halt überall an den verschiedenen Stellen. Die kann ich auch gleich nochmal einblenden, dass sich das extrem schnell zurückzieht. Also das ist wirklich ein Problem. Was hast du bisher so versucht, um die loszuwerden? Ja, oder überhaupt? Sagen wir es mal anders. Was habe ich nicht versucht? Also ich habe wirklich alles probiert. Ich habe die typischen Mittel gegen Glasrosen eingesetzt. Habe die versucht, in die Höhle zu spritzen. Hat nichts gebracht. Ich habe sie mit Reefbond zugeklebt, wollte da aber nicht irgendwie zu überdimensional sein, wollte das Ganze noch ein bisschen geschmeidig machen. Schwierig, sagen wir es mal so. Dann habe ich sie aufgebrochen, das geht sehr gut mit Zahnarztbesteck und Zangen, aber die sitzen so weit im Material, also auch im Riff, dass die Säulen sich teilweise mitbewegt haben oder auch in der Koralle, dass ich davon auch wieder ein bisschen abgewichen bin. Das letzte Mittel war tatsächlich nachher Sekundenkleber. Auch das ist schwierig, du musst halt überall hinkommen und du musst sie erwischen. Und dann habe ich mir Sekundenkleber auf eine kleine Pipette, also ich habe oben so einen kleinen Knoten drauf gemacht, sage ich jetzt mal, so einen Drop, dickflüssigen Sekundenkleber. Und dann habe ich wirklich mit einer langen Stange hier versucht, jedes kleine Röhrchen so zu kleben. Aber auch das hält die irgendwie nicht davon ab, dann kommen sie an der anderen Stelle wieder raus. Ich weiß nicht, ob die sich frei fressen oder was auch immer. Dann habe ich noch die Wundermittel eingesetzt, das sind die Hummelschnecken. Die waren dann auf jeden Fall sehr publik kurze Zeit im Internet, dass die auch gegen Wurmschnecken helfen sollen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich so 50, 60 Stück reingesetzt. Hat leider nichts geholfen. Ich hatte dann kurz den Eindruck, ja, bei den Kleinen könnte das was werden, aber bei den Großen nicht. Und vielleicht hält es sich auch gerade in so einem Rahmen, aber ich habe eigentlich alles versucht und sehe da eigentlich nur, ja, wie gesagt, der Umbau war eh da. Jetzt habe ich mir gesagt, komm, dann kannst du es damit machen. Aber ja, wie man das auf den Bildern sieht, sitzen die tatsächlich auch in den Korallen und auch an so einer Monty kann man richtig das sehen, wo die Wurmschnecke drin sitzt. Genau. Also, ist schon und dann siehst du auch, wie lang die tatsächlich sind. Ja, oder? Die sind also, unglaublich lang. Ja. Also beim Aufbrechen hat man das auch gemerkt. Ne? Also du brichst die ersten 2-3 Zentimeter und irgendwann merkt man kommt in so eine Spirale und kommt nicht weiter und hat das Tier überhaupt noch gar nicht erreicht. So. Also ist jetzt nicht so ein offensichtlicher Plagegeist. Als erstes wahrscheinlich immer Glasrose genannt, aber die sind halt wirklich massiv. Also vor allem bei dir im Becken. Also hab da auch ein Auge drauf. Ich habe das auch in der Beratung öfter. Dass ich dann Fragen bekomme, guck mal hier, ich habe Gewebeverlust von unten, da ist nichts, da beißt nichts. Und wenn du dann genau hinguckst, siehst du eine Wurmschnecke. Viele haben die einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Also achtet halt auch darauf, wenn ihr solche Stellen an Korallen habt, dass es eben halt diese, wie gesagt, Leimrutenfänger sind, die halt echt krass invasive Netze auswerfen. Ja, und alle Auswirkungen, ne? Also wirklich Farbverlust, Wachstumshemmungen, ist alles dabei. Ja. Das ist jetzt das Becken, wie es jetzt noch ist. Wir sind in der Planung. In 1-2 Wochen wahrscheinlich schon beim Neuen. Ich denke auch, ja. Wir werden da natürlich berichten, wie du umbaust, was du machst. Wenn du noch eben Lösungsideen bekommst zu bestimmten Dingen, werden wir da euch auch im Laufenden halten. Ja, ansonsten vielen Dank, dass wir
das mal doch noch zeigen konnten, bevor du angefangen hast, das wegzumachen. Diskutiert das gerne. Also schreibt mal ein paar Kommentare drunter. Was meint ihr? Könnte so ein Ablaufschacht auch anders funktionieren? Wenn ihr Lösungen oder Ideen habt, wie ich das Wasser ins Becken kriege, ohne dass ich in ein Rohr sehe, sagt gerne Bescheid. Ich bin gespannt. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich auch wieder bei Dominik mit dem neuen Becken. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.